Hallo und herzlich willkommen auch auf YouTube bei einer weiteren Runde Cyberpunk. Also sehr neu machen wir uns jetzt schon mal langsam auf den Weg zu Duty. Sind ja noch ein paar Kilometer. Normalerweise müssten wir auch mal so ein paar Nebenmissionen machen, damit wir in Kohle kommen. Damit wir uns diese Implantate besorgen können. Die scheinen ja schon mega gut zu sein. Wie spät haben wir es? 2020, es ist ja schon Abend. Oh, ist ja perfekt. Der hat mich da noch dran. Boah, ja, jetzt sitze ich fest hier, ne? Dann laufen wir die Meter. Naja, gut, festgefahren. Boah. Soweit. Verdammt. Ja, ich will jetzt auch kein Auto klauen, um die Polizei auf mich aufmerksam zu machen. Das will ich natürlich jetzt vermeiden, ne? Kaputt. Nur so als Info, ich habe
nicht nur Female. Aber durch die ganze Stadt sprinten hier. Aha, hier steht einer im Stau. Hier steht im Stau. Piss dich. Hey, wie? Komm rein. Die Pizza wird kalt. Okay. Wir sind in der Küche. Da bist du ja, sehr gut. Setz dich. Das ist Roxanne. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Clouds. Hallo. Wo kann ich mich ersetzen? Ach da. Doch so weh sein Verlust auch tut, wir müssen in die Zukunft blicken. Hey, schön dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Standest du Evelyn, ne? Ja. Ab dem Moment, als sie wieder im Clouds auftauchte, ging's bergab. Sie hätte nicht zurückkommen dürfen. Sie war doch frei. Aber tief im Innern war ich froh, sie wiederzusehen. Und jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Bist du hier, weil du Rache willst für das, was ihr passiert ist? Ja, sicher. Aber ich will auch einen normalen Job haben. Keine Angst und Tränen mehr. Okay. Ach, den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Hast also deine Meinung geändert? Das ging schnell. Ich bin hier. Warum muss ich dir nicht erklären? Okay, chill. Ich will nicht mit dir streiten. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Judy hat dich überzeugt. Das reicht mir. Übrigens, Forrest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Echt? Frag mich warum. Vielleicht krank? Oder im Lotto gewonnen und zum Mond abgedüst? Mhm. Alles ist möglich. Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Ich habe den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Egal, brauche ich halt am Fenster. Welches Fenster? Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Jede Tech hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon, was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet.
Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik, Entscheidungen. Geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird ein Chip kaum ersetzen können. Stimmt. Aber was Besseres fällt mir nicht ein. Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Okay, das will ich sehen. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Ich geb's zu, das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Du hast ihn doch gesehen. Das war ein Kneipentrick. Ich will einen Kampf. Wir haben doch hier einen Experten für Prügeleien. Ich will sehen, wie Tommy sich gegen ihn schlägt. Wie? Okay. Aber lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Fangen wir an. Was zum... Ah! Bist du da? Kannst du mich hören? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich sollte mal aufs Laufband. Nicht schlecht, Judy. Hast dich selbst übertroffen. Wenn du den verkaufen würdest, wärst du die reichste Judy der NUSA. Lieber nicht. Gibt genug Tötungsmaschinen auf der Welt. Mehr müssen wirklich nicht sein. Wenn das vorbei ist, zerstöre ich die Chips. Wie? Wenn du was sagen willst, dann raus damit. Wer, ich? Ich bin gerade echt beeindruckt. Jetzt glücklich? Bin ich selten. Aber das war Beweis genug. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wachen und normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Ein Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst. Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment. H8 Megatower. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nie. Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Der Plan könnte klappen. Maiko, du bist also auch an Bord? Sonst würde ich hier nicht meine Zeit verschwenden. Also, wie sieht's aus? Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte sag mir, dass du da nicht ernsthaft mitmachen willst. Du kannst nicht unsere Hälse für ein paar Nutten riskieren. Komm schon, wie? Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, wie? Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Oh, ich arrangiere das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage. Bis dahin. Winke, winke. Maiko, warte. Nimmst du uns mit? Nur wenn ihr nicht redet. Ich glaube, ich krieg Migräne. Scheiße. Ich hab Angst, weh. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, um was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Ich finde das nur angemessen.
Aha, verdammt. Judy, dein Ernst? Nein, davon will ich nichts hören. Aber... kein Wort mehr. Ja. Wie? Alles okay? Wie? Du siehst nicht gut? Okay, okay. Geht schon wieder. Alles gut. Was zum Teufel? Wie? Bist du krank? Erinnerst du dich an den Job für Evelyn? Den Relic, den ich klauen sollte? Wie könnte ich das vergessen? Dieser Biochip. Um's kurz zu machen, da war Johnny Silverhands Verstand drauf. Ein Engramm, das meinen überschreibt. Ist nicht dein Ernst. Ich wünschte, so wär's. Fuck. Und kannst du irgendwas tun? Hoffentlich. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Klingt super. Danke. Gar kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Ich wusste nicht, dass sie Ahnung von Robotik hat. Okay, das ist echt geil. Und das macht sie zur Entspannung? Nach einem langen Tag Hardcore-Pornos-Tune? Warum nicht? Oh, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat Geschmack. Mehr hast du nicht zu sagen? Und sie ist ganz ansehnlich. 6 von 10. Das wäre ja nicht schlecht, wenn die einem wirklich helfen könnten. Okay. Wir können nicht mehr antworten. Es könnte irgendwie... Sammlung im BD-Format. Die ersten 3 sind mittlerweile Sammlerstücke.
hier einfach mal alles. Na ja, gut. Da geht wohl jemand gerne baden. Das ist echte Profi-Ausrüstung. Das sehe sogar ich. Wer hätte das gedacht? Perilous Future. Elektropunk? Da kotze ich lieber aus den Ohren. Nee, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir wieder diese Mission. Obwohl, wollen wir das mal machen? Abtan Pelen? Oder? Aber dann haben wir das mal hinter uns. Ach ja, mein Fahrzeug war ja hinten eingesperrt. Da kommt's. Schwuppdiwuppdiwupp. Fahrzeug, ich bin da. Gina Jones, was soll die denn? Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen, oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Dann machen wir das doch. Cyberpsycho-Attacke, Kriegsdämon, untersuche die Umgebung der Brücke. Ah, 80 Meter. Ach, da oben. Komme ich denn da hoch? Oh, Scheiße. Ja,
es zu spät ist. So. Ach ja, ich hab das ja gar nicht ausgewählt, so. Okay, was haben wir denn hier? Wer hätte das gedacht? Dann war es immer gut. Jo. Nur unser Geld steigt auch so. Perfekt. So, eine Bestellung dringend. Scheiße, ich brauche das Zeug für meinen Kopf. Ich brauche es echt, echt dringend. Hab keins mehr. Ich denke nonstop irgendwelche abgefuckte Scheiße. Mann, ich weiß, dass ich dir noch was schulde. Aber bitte, Mann, ich brauche das Zeug. Und zwar heute noch. Verstehst du? Ich mache alles dafür. Okay, egal was du willst. Ich bringe wen um. Ich glaube, ist mir egal. Bitte. Sehr geehrter Herr Liao, leider musste ich Sie aufgrund von mehreren nicht eingegangenen Zahlungen ihrerseits über die Zwangsvorstreckung ihrer Immobilie informieren, die als Pfand für den Kredit angegeben wurde. Milagro Terrasse 12 betreuen sie die Immobilie innerhalb von 3 Werktagen. Nach Erhalten dieser Nachricht, andernfalls sehen wir uns gezwungen, im Rahmen des Clear-to-Kill-Systems die Zwangsräumung einzuleiten. Diese Entscheidung ist endgültig und umkehrbar mit freundlichen Grüßen. Und ja. Sehr geehrter Herr Lia, können wir beim Merkel wollen? Ja, okay. Das geht ja alles eigentlich hin jetzt. Das wollte ich nicht. Okay.
Ja. Wieder Money, cool. Ja, das geht ja dann echt schnell, ne? Mit dem Geld. Wenn wir diese Sachen machen. Oh, was war da? Da ist was. Finde ich natürlich richtig nice. Ja. Genau. Also machen wir jetzt auch mal unsere alte Mission hier. Die wir ja schon länger mal machen wollten. Okay. Ja, da haben wir das Auto. Definitiv. Das ist... Stadtzentrum ist auch schlecht. Hier auch. Bin schon voll. Nicht drei Minuten vor. Okay. Keine Zeit, keine Zeit. Hier
sind die N54 News mit einer besonderen Eilmeldung. Ein Cyber-Psycho-Angriff erschüttert Wellsprings. Der 28-jährige Lester McKenzie eröffnete plötzlich das Feuer in der River Mall. Die Schießerei dauerte 10 Minuten, bis Max-Tech-Truppen eintrafen. Der Angreifer wurde schließlich kurz danach getötet. 35 Menschen wurden bereits am Tatort für tot erklärt, weitere 20 schweben in Lebensgefahr. Dieser Vorfall hat Reaktionen nach sich gezogen, so gab der Verband der Implantathersteller ein Statement. Folgendes Zitat: Unsere Gedanken und Gebete gelten den Opfern und ihren Familien. Wir vom VIH möchten Ihnen unser tiefstes Mitgefühl und Beileid nach dieser unvermeidlichen Tragödie aussprechen. Zitat Ende. Die Verwaltung der River Mall gab bekannt, dass sie in den nächsten Stunden wieder eröffnen wollen. Teilnehmende Geschäfte bieten 50% Rabatt, jedoch ausschließlich für Angehörige der Opfer. Bleiben Sie dran, wir von N54 News halten Sie auf dem Laufenden. So geblendet. Ach, das ist ja genau die Linie. Tür geöffnet. Da vorne können wir die Zeit verbringen. Machen wir das doch mal, ne? Wir haben gewartet. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mich. Bald. Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer da. Frag nach Glacil. Er erklärt dir die Details. Könnte immer noch schlimmer sein. Ja. Sieht schon nice aus.
sorti tant qu'on l'a toujours fait. Il n'a pas fait aucun sens pour ces licognards. Just done. Ich suche Placid. Placid. Garde ici là. Do, do, ti, pi, ti, mama. C'est où même. Continuez. Placid, garde là. Oh ouais. Was ist das alles? Leichen drin? Ja. Tier, Nahrung. Bist du Placid? Ja, ist wahrscheinlich für Tiere. Wo ist deine Chefin? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Papa. Dich hier. Komm mit. Okay. Gehen wir hin. Ein Brennpunkt der Kontroverse, eine Stadt in der Stadt. Hier lang. Zu den Villa. Pacifica. All das muss ich gerne. Willkommen in Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Oh, da hinten. Mit Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder rein. Alles hier auf Konzernkasch gewachsen. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche. Weil sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Hey, Placid! Wo gehst du auf den Bein, Lord? Okay, moin, mal wie nicht bitte. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gym nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setzen. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du
Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Ja, ich weiß nicht. Wenn nicht, hast du wohl kaum andere Freiwillige. Du hast keine Wahl. Aber wir machen es einfach. Wird schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Chrom-Schamane, ist es Victor? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Willst du gar nicht meinen Lebenslauf sehen? Wissen, was ich alles kann? Wir sind kein Konzern. Wir stellen niemanden ein. Du erledigst nur eine Sache für uns. Schade, wir hätten einen Punkt, aber den hätte ich wahrscheinlich schon erweitern können. Also, bin ich würdig? Habe ich den Job? Mhm. Sehr gesprächig. Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber versuch rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittlicher Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Rasid. Batman Kelly hat das noch gehört. Batman Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich, klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Das ist sie doch dahinter. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Grafisch schon krass. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du ein Reservoir, wenn sie unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Ague sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Okay. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Blick, okay? Scheint so. Oh nein.
Junk verkaufen. Oh, wow, $3. Das Hochkopf. Ja, verkaufen natürlich. Diese kritische Trefferchance haben wir da natürlich schon, ne? Da könnte man eine Mod hinzufügen, aber... Na, behalten wir nochmal. 22,8. Naja. Verkaufen wir die hier wieder. So, hier haben wir ja noch ein paar Sachen dazu. Komm. Das nicht. So, das ist alles hier. Zielfernrohr, okay. Am besten haben wir ein bisschen was verkauft, ein bisschen was. Ne, wir haben nur 3. Ne, stimmt, 472 nochmal dazu. Ich wollte schon sagen, dass sie mich da verscheißen. Du Boys posten. Dich in deiner Freizeit tot, nicht wenn ich dich bezahle. Was? Kommt da eh kein Auto. Ist doch eh zu. Wir speichern aber, Vorsitzender. Ihr kennt das Spiel. Vorsitzender speichern. Bam, bam, bam. Ah, ist das schön, wenn das so flüssig läuft. Ey. Das ist mega. Da lohnt sich echt Ryzen 5000er Generation, AMD 6000er Generation, alles zusammen perfekt. Ah. Ja, da hinten ist der Außenposten, aber ich soll ja eigentlich hier hin. Gut, wir gehen da wahrscheinlich aber nur den normalen Weg. Ne? Also da gehen wir dann wahrscheinlich rein. Den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus?
Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Los jetzt, keine Zeit verschwende. Was denn? Langeweile? Oh, Athletik haben wir Stufe 2. Hallo, ich wollte ihn umbringen. Das war's mal. Also mit dem Katana ist schon mega leicht zu schnetzeln. Dann ach, der noch was? Oh, okay. Hier ist sonst nichts, ne? Können wir verkaufen. Okay, bin drin. Seh ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Kamera im Korridor. Vermeide sie. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Thank you.
komme ich aber nicht mehr nach da oben, ne? Wenn ich hier mache, komme ich das nicht mehr. Ich will es nur nicht gleich wieder verkacken. Das ist nicht so schön. Wenn ich jetzt hier mache, kriege ich ja nur die. Kriege ich hier die Reihe. Ich aber wieder nichts. Wenn ich hier das mache, kriege ich das. Ich muss als nächstes die 55. Okay. Wo ist? Fehlgeschlagen? Wieso hat er nicht weitergemacht? Wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Für die Extra ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin. Jo. Guter Plan. Ich glaube, der tanzt noch. Wollen wir noch weiter tanzen? Okay. Komm raus, dann gebe ich dir den Bleirabatt.
kleines Hühnchen. Nicht so schüchtern. Kann ich mal noch? Scheiße, zieh mir das Dock. Wenn die so schlecht aufeinander sind, ja. Okay. Hat aber einen Drama draus gemacht, zu fallen. Ich guck mal hier, ob hier noch was ist. Rennen hin und schnitze. Genau so meine ich das. Da fehlt noch ein Stück. Ah, hier gibt es viel Blut. Schon ganz schön alles absuchen, ne? Es liegt hier ja noch viel rum. Scheiße.
Also, na komm. Kommt immer näher. Verdammt. Jo, wir sind die scheiß Leute, oder was? Hab den Pisser! Warum auch noch? Kann ich die nicht? Wo steckst du, kleiner Ich von der Mutter?
vielleicht, was wir sehen. Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn lang. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Sind beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Nein. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Hm. Okay. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Loch in den Schädel! Der Agent versucht ihn zu blockieren. Der Weg auf ihr Netz ist direkt durch. Ich mach auf. Ja, Geld, wenn wir es verkaufen, ne? Thank you.
genug. War nicht leicht, ne? Von hier aus können wir besser gucken. Gucken wir kurz den Film. Nein. Spaß. Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Netwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Tine-Tune sind seit Tagen kaltgestellt, seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennt... Was? Kofote, versteck dich vor ihnen. Ich hab nichts gemacht. Scheiße. Verlink mich jetzt mit unserem Freund. Scheiße. Ich habe aus Versehen die Taste gedrückt und er hatte die Waffe als Blocken gemacht. Oh nein. Ach, naja. Passiert. Haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Den Scheiß lasse ich mit mir nicht machen. Amen, Bruder. Auf zum Bettys. Regeln wir das ein für alle Mal. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Also hätten wir da, da hören müssen. Vermute ich mal. Gehe ich mal von aus.
schon viel bekommen. Okay. Vielen Dank auf YouTube fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.